Auf den Schildern der Krone wollen wir uns heute den mysteriösen Fußspuren widmen. Und dafür hatte ich schon mal im letzten Part, in einem der letzten Parts, die Sania-Interaktion getriggert. Die schneide ich jetzt mal rein. Okay, jetzt wurden mir gerade zwei Fußspuren hier angezeigt. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Aha, gefunden. Wusste ich doch, das ist der Beweis, dass ich mit meiner Hypothese richtig lag. Huch, Merlin. Was suchst du denn an einem Ort wie diesen? Na, ich bin auf Erkundungstour. Ist das dein Ernst bei der Kälte? Ich fass es nicht. Ja, du hast nur deinen Kittel an. Ich steche jedenfalls Nachforschungen zu ein paar Pokémon aus den Kronenschneelanden an. Es gibt nämlich Pokémon-Arten, die es vorziehen, fernab von Menschen zu leben. Für sie sind die Kronenschneelande natürlich wie geschaffen. Ich habe da eine Hypothese aufgestellt, weißt du? Sämtliche Indizien weisen darauf hin, dass sich hier drei legendäre Pokémon versteckt halten. Nimm doch mal diesen Fußabdruck da und die Lupe. Da stützt nämlich meine Annahme. Dann nehme ich den mal unter die Lupe. Du hast 2% der Anhaltspunkte zum Eisenkern-Pokémon beisammen. Meiner Hypothese zufolge halten sich die legendären Pokémon der Kategorie Eisenkern, Felsenhöhle und Wiese hier in den Kronenschneelanden auf. Anhaltspunkte wie diese da finden sich überall in der Gegend. Sobald ich alle Indizien beisammen habe, kann ich meinen Pokémon-Detektor einsetzen, um das Habitat der legendären Pokémon ausfindig zu machen. Doch dank dieser schrecklichen Kälte komme ich nur sehr schleppend voran. Du bleibst sicher noch ein Weilchen in den Kronenschneelanden, oder Merlin? Wärst du so gut, weitere Anhaltspunkte zusammenzutragen und mir zu überreichen? Ich würde dich natürlich auch dafür belohnen. Ich gehe in der Zwischenzeit in das Haus dort, um mich aufzuwärmen. Natürlich, geht immer schön ins Warme. Ich meine natürlich, um mehr Nachforschungen anzustellen. Alles klar. Und da wir das jetzt geklärt haben, begeben wir uns jetzt mal auf die Suche nach den Fußspuren. Wir sind hier gerade in der Ballseehöhle und können hier jede Menge von diesen braunen Fußspuren finden. Wir haben jetzt die 100% schon vollgemacht, denn ich habe schon einiges vorbereitet gehabt. Aber hier gibt es wirklich mehr als genug Fußspuren. Von daher ist es überhaupt keine Schwierigkeit, die einzusammeln. Hier haben wir jetzt schon 100%. Jetzt kümmern wir uns noch um die anderen Farben. Wir fahren jetzt aus den rauschenden Höhlen raus in Richtung Schollmeer. Und hier gibt es jede Menge der blauen Fußabdrücke, sowohl in den rauschenden Höhlen als auch hier davor in der Nähe des Dreiwegpasses, in der Nähe des Schollmeeres. Und hier machen wir jetzt auch die 100% für das Eisenkern-Pokémon voll. Begib dich nach Freestyle, um Professor Sania auf dem Laufenden zu halten. Und dann gibt es noch eine dritte Fußspurengruppe und die sehen wir jetzt gleich. Wir sind jetzt mitten im Bett des Giganten und hier gibt es immer mal hier und da gelbe Fußspuren, die sammeln wir auch mal ein. Da habe ich erst 46%, das heißt, hier habe ich noch ein bisschen was vor mir, aber die sind ja auch nicht schwer zu finden. Wir machen jetzt die Fußspuren voll, die gelben Fußspuren. Wir haben jetzt hier auch 100% und jetzt sollen wir wirklich nach Freestyle gehen, denn wir haben alle möglichen Fußspuren gefunden und die gelben, wie gesagt, die waren hier im mittleren Teil der Karte eigentlich recht gut zu finden. Hier im Bett des Giganten umliegend, ne, dieser ganze grüne Bereich, sind überall gelbe Fußspuren verteilt. War jetzt recht einfach. Jetzt kehren wir nach Freestyle zurück und quatschen mit Sania und hoffen, dass sie die Aufenthaltsorte der mysteriösen Pokémon lokalisieren kann. Und dann fangen wir die natürlich ein, von Part zu Part. Ich weiß nicht genau, dass bei unsere Expeditionsbasis hier ist sie, glaube ich, nicht drin. Die waren im anderen Haus. Sie hat uns das gezeigt, aber das ist schon wirklich so lange her. Dann war sie vielleicht hier in dem daneben. Schauen wir da mal rein, ob sie hier drin hockt. Die liebe gute Sania. Da ist sie doch. Hey, Schwester, ich habe alles gefunden. Na, wie läuft die Jagd nach den Anhaltspunkten? Jawohl, wir wollen Bericht über die Anhaltspunkte erstatten. Dann schauen wir mal, was du bisher zusammengetragen hast. Du hast 100% der Anhaltspunkte zum Eisenkern-Pokémon gefunden. 100% des Felsenhöhlen-Pokémons und 100% des Wiesen-Pokémons. Klasse, du hast 100% der Anhaltspunkte zum Eisenkern-Pokémon aufgetrieben. Jawohl, jawohl, wir haben alle überall 100%. Kannst du die jetzt lokalisieren? Damit sollten wir exakt bestimmen können, wo sich diese Pokémon aufhalten. Das ist doch sehr schön. Ich muss bloß die Daten in diesen Pokémon-Detektor eingeben. Die Suche nach Lebenszeichen läuft. Na dann, spring dich an, Sania. Ich bin gespannt. Aha, das Habitat der gesuchten Pokémon wurde ermittelt. Sehr schön, es hat funktioniert. Wo hast du denn das? Hast du das an dem Teller gemacht oder an dem Bild? Wo ist denn der Detektor? Ich sehe da nichts. Das Eisenkern-Pokémon befindet sich am Schollenmeer. Das Felsenhöhlen-Pokémon befindet sich in der Ballseehöhle. Und das Wiesen-Pokémon befindet sich am Bett des Giganten.
Wie es aussieht, könnte unsere Suche nach legendären Pokémon schon bald von Erfolg gekrönt sein. Viel Glück, Merlin. Ja, vielen Dank. Ich hätte mir den Standort aber auch selbst denken können, weil nur da auch die Fußspuren zu finden waren. Ja. Ja, dann schauen wir jetzt mal auf der Karte nach, welches Pokémon wir uns als erstes gönnen. Fangen wir doch hier am Bett des Giganten an. Ja, gut, da können wir auch... Fliegen wir hierher und schauen dann am Bett des Giganten nach. Mit dem Wiesen-Pokémon fangen wir an. Und suchen das jetzt mal am Bett des Giganten. Wir haben keinen genauen Standort. Also, es ist grob eingegrenzt, Bett des Giganten. Ne? Aber es ist jetzt nicht auf der Karte markiert oder solche Späße. Wir müssen schon ein bisschen danach suchen. Also, wir müssten ja jetzt, denke ich mal, Ausschau nach Viridium halten. Sind wir überhaupt am Bett des Giganten? Oder bin ich da noch nicht? Hier haben wir auf jeden Fall Relaxo. Warblu ist hier auch mit dabei. Schauen wir kurz auf der Karte nach. Wo sind wir denn jetzt hier überhaupt? Doch, wir sind genau am Bett des Giganten. Den genauen Spot kenne ich ja natürlich nicht. Wir sind jetzt im Bett des Giganten einfach mal ein bisschen rumgelaufen und da haben wir doch ein wunderschönes Viridium. Aber vorher speichern wir natürlich nochmal das Spiel, denn ich weiß jetzt nicht, wie schwer, wie einfach das Teil zu fangen ist. Wir probieren es jetzt einfach mal. Hallo Viridium, der erste Ritter der Redlichkeit. Sind sehr coole Teile, das muss man sagen. Wir haben noch nicht gegen es gekämpft, natürlich. Level 70 gegen Level 70. Wir versuchen es. Wir wollen es natürlich erstmal ein bisschen schwächen, aber ich weiß ganz ehrlich nicht mit was. Was hätten wir denn alles so drauf? Da greifen wir, ich denke mal. Das sind ja alles Kampf-Pokémon, ne? Also, wenn wir mit Boden angreifen, das sollte ja okay sein. Sanktoklinge ist auch okay, juckt uns nicht wirklich. 1000 Pfeile, probieren wir es einfach mal. Wie viel Schaden machen wir hier? Das ist vollkommen okay, so können wir Schaden machen. Das ist nicht sehr effektiv. Und dann machen wir jetzt mit Bodengewalt weiter. Das hat genau dieselbe Stärke hier. Sanktoklinge verkraften wir auch, das ist gar kein Problem. Nach der nächsten Sanktoklinge kommt auch noch der Scharwandel und Zygarde steht dann hier wie eine 1. So, ich denke, wir können... Naja, es ist dann knapp. Nahkampf hat das Ding auch noch drauf. Der ballert schon ein bisschen mehr. Der Scharwandel wird dann danach aktiviert. Aber das senkt jetzt auch noch die Verteidigung. Oh, das ist gar nicht gut. Aber wir sollten es nicht killen. Aber das ist perfekt geschwächt. Also viel besser. Wir kommen jetzt eh nicht hin. Scharwandel wirkt. Das heißt, wir bekommen jetzt noch ein bisschen mehr KP an den Start. Das ist auch gut so. Und jetzt würden wir einfach mal Bälle werfen, um versuchen, das Teil zu fangen. Wir hätten natürlich alternativ am Anfang auch einen Flottball werfen können. Aber ich glaube, ich habe eh gar keinen dabei. Den müsste ich dann, wenn, dann erstmal kaufen. Meisterball hätten wir. Super, Ultra, Poke, Premier, Hyperbälle. Ja, ein bisschen was hatte ich gekauft, aber eben noch nicht alles. Ja, legen wir los. Wir werfen Hyperbälle, bis das Ding hier im Kasten bleibt. Und da wackelt schon einmal. Okay, ja, aber wir haben hier natürlich ein legendäres Pokémon. Und das ist halt auch nicht im Hühner Riesennest, wo die Fangquote bei 100% liegt. Wir sind ja in der freien Natur, auf den Schneelanden der Krone. Und hier gelten andere Gesetze. Ja, hier ist es ein bisschen schwieriger, die Pokémon einzufangen, die Legis. Aber es ist nicht so möglich, denn es wackelt schon dreimal. Und da haben wir es noch nicht. Alles klar, ist wieder aufgebrochen, die Sau. Jetzt eine Laubklinge. Ja, wir sind ein Boden-Pokémon, das tut ein bisschen weh. Aber dann doch nicht allzu sehr. Wir leben noch. Wir leben noch, aber sind bald down. So, Kollege, wie sieht's aus? Hat keinen Bock. Das hat keinen Bock. Schwerttanz. Ja, das ist natürlich auch hier. Der Schwerttanz spielt uns natürlich auch nicht in die Karten. Das Ding ist jetzt schon mindestens auf plus 4, ja. Oder wenn nicht schon auf plus... Ne, plus 4 Angriff. Alles klar. So, wir werfen weiter Hyperbälle. Und wollen hoffen, dass das Ding im Ball bleibt, ja. So. Kollege, Alter. Das ist echt nicht... Das kann doch nicht wahr sein. Das kleine Viridium, das will nicht mitkommen. So, Zygarde ist in der Optimumform besiegt worden. Aber das macht nichts. Wir haben noch 5 weitere Legis mit an Bord. Und die schicken wir jetzt nach und nach rein. Ja, wen schicken wir da rein? Suicune wohl kaum. Mewtwo. Ich denke, Mewtwo hält hier noch ganz gut stand. Sollte zumindest als Psycho-Pokémon. Da hat es uns mit Kampf schon mal gar nichts zu melden. Mit Pflanze weiß ich nicht, wie sich es da verhält. Aber die Kampfmoves sollten uns jetzt nicht wirklich interessieren von dem Teil. Und da wackelt aber gar nichts hier. Es kann auch eine Weile dauern. Die Sanktoklinge kommt.
Naja, ist nicht sehr effektiv, aber das Ding hat sich ja gepusht bis zum geht nicht mehr. Deswegen tut das uns dann doch ein bisschen mehr weh als ursprünglich gedacht. Und die Bälle wackeln gar nicht. Also wir hatten schon einen Dreier, ja? Ja, wunderbar. Wunderbar, das Ding hat sich gepusht bis zum geht nicht mehr. Das wird uns jetzt hier brachial auseinandernehmen. Timerbälle haben wir aber auch nicht dabei, ne? Das ist auch schwierig. So, Wasser, ja toll. Wasser-Pokémon, Wasser-Pokémon. Wir hatten noch ein Psycho-Pokémon. Schicken wir Necros mal rein. Und wir werfen weiter Bälle. Wir haben aber Timer-mäßig. Timerbälle haben wir nicht. Nö, haben wir nicht. Vielleicht sollte ich die dann bis zum nächsten Mal kaufen. Wir haben noch ein bisschen was zu fangen. Dass das Ganze einfacher geht. Flottbälle, Timerbälle. Weiß der Geier, was es sonst noch so gibt. So, Nahkampf. Alter, das macht so viel Schaden. Aber das Ding schwächt damit halt nur seine Verteidigung und Spezialverteidigung. Das bringt uns jetzt gar nichts. Das sollte lieber seinen Angriffswert schwächen. Damit es nicht mehr so viel Schaden macht. Eine Statusveränderung wäre jetzt halt auch nice. Eine Paralyse oder Einschläfern oder sowas. Ne? Haben wir jetzt aber alles nicht. Gut, habe ich jetzt auch nicht danach geguckt, was die Pokémon so drauf haben. Vielleicht hat das noch irgendeines dabei. Psychoklinge, Ladestrahl, Juwelenkraft, Autotomie. Whirlpool, Aquavelle, nee, auch nicht. Hier ist auch nichts. Auch nichts, auch nichts. Auch nichts. Alter Falter, das Ding wird uns in Grund und Boden stampfen. Bräuchten wir ja. Dann wäre es wieder gut, hier sich da schön vorzubereiten. Dass wir Pokémon dabei haben, wo die Angriffe gar keine Wirkung haben. Ja, bei Kampf wäre es ja jetzt Sky. Nee, warte mal. Auf was hat Kampf keine Wirkung? War das Geist? Oder kann Kampfgeist. Alter Junge! Das ist doch echt nicht normal. Das ist nicht normal. So, jetzt haben wir das nächste Wasser-Pokémon. Das wird natürlich auch gleich richtig schön auseinandergenommen. Was passiert, wenn wir besiegt werden? Also ich gehe mal davon aus, dass wir das wieder fangen können. Also nochmal finden können. Aber wir haben ja gespeichert. Wir könnten dann einfach nochmal von vorn beginnen. Laubklinge. Jawohl. Gönn mir das. Sehr gut. Wir haben jetzt nur noch ein Pokémon, das Kapukime. Das ist aber auch schon ziemlich angefressen. Und das ist, wer hätte es gedacht, ein Wasser-Pokémon. Also mit Wasser-Pokémon ist es ja ein bisschen bescheiden anzutreten. Wir sind ja eh schon geschwächt. So, wir werfen jetzt einfach den letzten Ball. Wir probieren es nochmal. Ob es vielleicht im Ball bleibt. Wir hatten schon einen Versuch. Hat der Ball dreimal gewackelt. Na, aber Viridium will noch nicht. Es hat noch nicht genug bekommen. Aber vielleicht jetzt. Nein, hat's nicht. Okay. Und das hat ja auch noch Moves, die angreifen hier. Die nur Damage machen. So, Kapukime ist besiegt. Somit müssen wir von vorne gehen. Iridium ist jetzt geschwächt und auch paralysiert. Das habe ich mit Duraludon und Donnerwelle gemacht. Was Besseres hatte ich jetzt auf die Schnelle nicht. Und wir werfen jetzt einfach wieder Bälle und hoffen, dass das Teil jetzt im Ball bleibt. Wir haben es leider nur im gelben Bereich, nicht im roten. Aber es sollte ja jetzt kein Beinbruch sein, ob gelb oder rot, ne? Es wackelt schon. Okay, es wackelt nur zweimal. Aber es ist ein guter Anfang. Und die Paralyse ist vielleicht dann ganz hilfreich, dass es halt nicht jede Runde trifft. Oder angreifen kann, besser gesagt. Na, das wäre vielleicht ein bisschen hilfreich. Aber wir warten ab. So, und da funktioniert schon wieder gar nichts. So, Laubklinge trifft schon wieder. Damit ist Zygarde down. Duraludon ist auch schon down. Das wurde dann also von dem Kampf nicht gefistet. Aber das war ja abzusehen. Und jetzt schicken wir erst einmal Mewtwo hier rein. Das sollte immerhin noch ein bisschen aushalten. Aber das Ding ist, glaube ich, schon wieder. Also, es ist schon mindestens auf plus 2. Wenn nicht schon gar plus 4, na, das ist halt dann die Sache. Dann nimmt das einfach alles auseinander. Je stärker sich das gepusht hat mit Schwertanz. Und bisher sieht es nicht wirklich besser aus. So, die Laubklinge. Ja, die macht schon wieder brachialen Schaden. Das Ding ist schon wieder gottlos stark. Aber wir lassen uns davon jetzt nicht beirren. Wir werfen einfach weiter die Bälle. Wir hoffen, dass es dann irgendwann mal funktioniert. Aber bisher nicht. Aber jetzt ist es Bullpara. Das ist ja auch schon mal viel wert. Da werfen wir einfach weiter Hyperbälle, bis es dann mal funktioniert. Aber es will nicht. Es will nicht. Das kann doch nur nicht so schwer sein hier. Nee, das kann doch nicht so schwer sein. Ich glaube, wir müssen dann noch Pokémon wiederbeleben, dass das hier was wird. Also Meisterball würde ich jetzt hier nicht unbedingt werfen wollen. Es muss doch gehen. Kann doch nicht angehen. Das ist ein Viridium, ja. Das ist nur einer der Ritter der Redlichkeit. Ist ja nicht
Der Ritter der Redlichkeit ist nur einer von vielen. Einer von dreien. Oder mit, wenn man Keldeo dazu zählt, vier. So, Laubklinge. Ist ein One-Shot, ist ein Wort. Jawohl, war ein Volltreffer. Ah, okay. Ja, dann sollten wir mal ein Pokémon wiederbeleben. Vielleicht Zygarde, das ist vielleicht mit dem Scharwandel noch am besten. Wir schicken jetzt erstmal Suicune rein. Das ist ja ohnehin, wenn da hier eine Laubklinge kommt, ein One-Shot. Also beleben wir jetzt mal das Zygarde wieder. Und das machen wir mit einem Top-Beleber und den packen wir jetzt hier drauf. Und dann hoffe ich, dass wir das Ding dann endlich mal einsacken können. Jetzt kommt der... Okay, der nächste Schwerttanz. Ich weiß nicht, ob du jetzt auf plus 6 bist. Das wird wieder richtig unangenehm. Schau mal. Nee, das ist erst plus 4. Das war erst auf plus 2 und nimmt schon wieder so viel auseinander. Ey, das kann doch nicht wahr sein. So, Kollege, komm jetzt. Es ist an der Zeit. Es ist dir an der Zeit, Meister. Nahkampf. Natürlich reicht das hier auf plus 4. Ist ja nur gar keine Frage. Das war auch ein Volltreffer. Ja, genau. Wir landen auch noch jede Runde hier Volltreffer. Das muss so sein. Jetzt Zygarde, aber ob das hier auf plus 4, ja, sollte schon standhalten, ne? Ich gehe mal davon aus, dass es wenigstens knapp standhalten kann. Wir werfen einfach weiter Bälle. Junge, das Ding ist ja auch paralysiert. Das muss ja gar nicht jede Runde angreifen. Das kann ja auch mal aussetzen. Nahkampf trifft wieder. 14 KP. 14 bleiben uns noch. Das Ding ist echt abartig hier. Das ist richtig abartig, das Teil. Mit Schwertanz. Wer gibt denn den Schwertanz? Wer war das? Wer hat dem Teil Schwertanz gegeben? Sonst wäre das vielleicht viel einfacher zu fangen. Aber mit Schwertanz eben nicht. So, wir werfen weiter. Hyperbälle. Was anderes bleibt uns nicht übrig. Wenn nicht, müssen wir doch den Meisterball springen lassen. Und das sieht echt schwierig aus. Der nächste Nahkampf. Und auch der führt hier wieder zum Tod an. Wenn das Ding sich pusht, das ist echt blöd. Da können wir nichts weiter tun. Wir bräuchten hier wirklich ein Pokémon, welches, wenn dann, die Kampfmoves ignoriert. Aber dann hätten wir immer noch die Laubklinge, die uns Schaden machen kann. Ah, das ist dann, wenn das Ding gepusht ist, auch nicht ohne. Pikey hat ja natürlich auch nichts drauf. Das hat nur Damage-Moves. Die bringen uns jetzt hier auch nicht wirklich weiter. Wir werfen weiter Bälle. Ich hoffe, die anderen sind dann einfacher. Die anderen Kollegen. Jetzt kommt wieder ein Nahkampf. Junge, wie viel... Das hat doch bestimmt schon mehr als 5-mal Nahkampf eingesetzt. So, Viridium ist jetzt optimal geschwächt. Es ist paralysiert und es ist momentan auf minus 3 Angriff. Denn ich habe nochmal mit Breitseite ein bisschen nachgelegt. Und jetzt... wollen wir es aber endlich mal einfangen. Ja, ich habe jetzt noch ein paar andere Pokémon mitgenommen, ein paar Geister-Pokémon, die zumindest die Kampfmoves ein bisschen aufhalten sollten. Aber Pflanze ist dann halt trotzdem noch dabei. So, und hier ist schon wieder gar nichts los hier. Jetzt kommt die Sanktuklinge, die wird jetzt bei Duraludon. Und die reicht noch nicht, Junge. Wir haben schön geschwächt. Und es hat noch kein einziges Mal Laubklinge eingesetzt. Es hat noch kein einziges Mal Schwerttanz eingesetzt. Bis jetzt sieht es ganz gut aus. Aber bei den Bällen eben nicht. Ja, es lässt sich nur ganz schwer bis nicht. Nee, bisher lässt sich ja nicht fangen. So, Duraludon ist down, aber das ist ja erstmal egal. Das ist ja ein Stahl-Pokémon. Mit dem können wir hier ohnehin nicht viel anfangen. Jetzt würde ich aber gleich mal hier ein Geister-Pokémon reinschicken. Und zwar hätten wir hier Lunala und Giratina mit dabei. Geist und jeweils noch ein zweiter Typ. Lunala ist mit Psycho und Geist, denke ich, am besten ausgestattet. Ja, Kampf ist auf Psycho nicht sehr effektiv. Kampf auf Geist. Genau dasselbe, ne? So. Jetzt werfen wir einfach weiter Bälle. Und wieder nur einmal, Alter. Das ist so nervig. So Nahkampf. Da haben wir es halt keine Wirkung. Wunderbar. So wollen wir es haben. Ist nur Laubklinge, die uns dann gefährlich werden kann. Aber Pflanze trifft, glaube ich, auf alle Typen, ne? Also da gibt es, glaube ich, keinen Typen, auf den das gar keine Wirkung hat. Deswegen kann man das jetzt nicht umgehen. Aber wir sind schon mal besser aufgestellt, indem das Ding paralysiert ist. Die Kampfmove uns nicht schaden können. Lediglich die Laubklinge. Ja, so sieht schon ein bisschen besser aus. Haben wir bessere Chancen. Sagen wir es mal so, bessere Chancen haben wir. Und da war jetzt zweimal. So, der Nahkampf ist auch für die Katz. Wunderbar. So wollen wir das haben. Hat sich doch gelohnt, die ganzen Legis und Ultrabestien rauszuholen. Haben wir schön Geister-Pokémon hier am Start.
die auch auf Level sind, falls dann doch mal die Laubklinge kommt. Aber bisher denkt das Viridium nicht wirklich. Das haben wir hier eigentlich Spuk bei Mondgewalt, Magiemantel, Sternschauer. Nee, das Ding ist optimal geschwächt. Viel mehr können wir jetzt hier nicht tun. Schon im roten Bereich. Ja, aber es könnte dann echt mal soweit sein. Das ist jetzt schon der dritte Anlauf, dass ich hier versuche, das Viridium einzufangen. Der dritte Run. Und war bisher nur ein Versuch war, glaube ich, dabei, wo der Ball dreimal gewackelt hat. Mehr aber nicht. Das ist echt nervig. Aber vielleicht ja jetzt. Ja, vielleicht ja jetzt. Da haben wir es. Wunderbar. Wir haben jetzt Viridium eingefangen. Es hat eingesehen, dass es gegen Geister-Pokémon keine Chance hat. Wunderbar. Zygarde hat ein Level-Up bekommen. Das ist auch sehr schön. Und da haben wir den ersten Ritter der Redlichkeit jetzt in der Tüte. Wunderbar. Ein Pflanzekampf-Pokémon. Das nehmen wir doch gerne mit. Wir geben dem Ganzen keinen Spitznamen, aber wir nehmen es mal mit ins Team rein. Wir packen dafür einfach mal hier das Necrozma raus. Oder Mewtwo. Egal. Packen wir raus. Nehmen wir mit. So passt das. Wunderbar. Und damit sind wir für heute auch erstmal fertig. Und wenn ihr die nächsten Ritter der Redlichkeit nicht verpassen wollt, dann abonniert jetzt gerne den Kanal und schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und tschüss.